Hallo, liebe Aufwach-Community. Aufwachen, dein Leben wartet mit Leichtigkeit, neue Wege beschreiten. Heute habe ich wieder einen ganz wunderbaren Mann an meiner Seite, Klaus Altmann. Hallo Klaus, ich grüße dich ganz herzlich. Hallo Ines, einen schönen guten Tag. Ja, Klaus, du hast ein ganz spannendes Thema. Du bist Physiotherapeut, Coach, aber vor allen Dingen auch Schmerztherapeut. Und ja, viele Menschen leiden derzeit physisch und ja, auch im Geist, sage ich jetzt mal. Und du hast da bestimmt verschiedene Ansätze, aber vielleicht stellst du dich ganz erst mal vor, wer du bist, weil der eine oder andere kennt dich vielleicht noch nicht. Ja, ich bin ganz sicher, dass mich viele nicht kennen. Das ist ja eher normal. Wie gesagt, ich heiße Klaus Altmann, bin knapp über 50 Jahre alt und mein Herzensanliegen seit vielen Jahren ist, Menschen mit Schmerzen zu behandeln. Das mache ich in meiner Eigenschaft als Physiotherapeut seit fast 30 Jahren. Und man kann sagen, ich behandle alles, was irgendwie schmerzt am Körper. Sei es der Kopf, die Schulter, die Hüfte, das Knie, wirklich alles, was schmerzt. Und ich hatte einen ganz besonderen Lehrer, das war der Walter Packi, der Arzt Walter Packi. Den Namen werden wenige kennen, aber vielleicht kennen einige diese Therapie, die Biokinematik. Und auch das werden nicht so ganz viele kennen. Aber hundertprozentig Menschen, die so in diesem Sportbereich unterwegs sind, kennen die Barfußschuhe, davon eine bestimmte Marke. Und in Fitnesscentern das Five- oder Nylon-Konzept. Und viele andere Dinge. Und all das wurde inspiriert von diesem Arzt Walter Packi. Der hat in einem Selbststudium Grundlagen erarbeitet von einer Schmerztherapie, die heute in Europa führend sind. Und ich hatte das Riesenglück, dieser Mann war mein Mentor und mein Lehrer. Und ich habe da also eine Schmerztherapie gelernt, die ich seitdem praktiziere und immer mehr ausbaue, bis hin, dass wir heute so ein Online-Coaching machen seit vielen Jahren. Und ich erlebe, dass man da ganz, ganz vieles tatsächlich online coachen kann, anleiten kann, bei den unterschiedlichsten Schmerzen. Und ich glaube, das ist das, wo du zu mir kamst und darüber ein bisschen sprechen wolltest. Ja, ich habe dich bei einem anderen Interview entdeckt und habe gedacht, ja, das wäre toll, wenn dieser Mann zur Aufwach-Community einen Beitrag leisten könnte. Ja, weil es oftmals sind ja die körperlichen Schmerzen nie das, die Ursache oder wo wir das wahrnehmen. Wir haben eine Verspannung in Schultern und denken, ja, es ist irgendwo ein Nerv verklemmt. Oftmals ist es ja gar nicht, es strahlt ja von irgendwo anders her aus. Ja, das ist ganz häufig körperlich der Fall. Die Tradition, aus der ich komme, die geht grundsätzlich davon aus, also man kann sagen so 90%, dass der Schmerzort überhaupt nicht das Problem darstellt. Und das ist spannend, sowohl körperlich wie später psychologisch, können wir noch ein bisschen drüber sprechen. Körperlich gesehen ist der Schmerzort, wenn es jetzt die Schulter wäre, häufig vergleichbar mit so einem Rauchmelder, der hier Signale gibt, der Töne gibt, der einfach Warnlampen anmacht. Und wir wissen selber, wenn so ein Rauchmelder angeht, der furchtbar Lärm macht, dann haben wir irgendwo ein Feuer. Der Rauchmelder selber, also der Schmerz, ist fast nie das Problem. Das ist immer der Signalschmerz, der Hinweis. Beim Rauchmelder wissen wir, wir kümmern uns sofort ums Feuer. Der kann dann weiter tönen. Beim Schmerz machen wir es häufig so, dass wir da irgendwas drüber kleistern. Und dann vollkommen vergessen, wirklich körperlich, wo das eigentliche Feuer ist. Und jetzt hat die Biokinematik einen Weg gefunden, dass man sich dem körperlich relativ schnell nähert. Ich habe so einen Begriff gefunden, ich nenne das die Sherlock-Holmes-Methode, dafür diese Lupe, um herauszufinden, wo die Ursache ist, rein körperlich. Das geht in vielen Fällen relativ schnell. Und dann wird es aber spannend, dass dieser Bereich ja weitergeht. Dass es da Zusammenhänge gibt, und das wissen ja viele, die zuschauen, dass es nicht nur eine körperliche Ursache gibt, sondern häufig auch so eine emotionale, mentale, seelische, und das in den Körper reinwirkt. Und da habe ich das Riesenglück, dass ich mich über Jahrzehnte mit Heilverfahren beschäftigen durfte und es bis heute tue und im Laufe der Jahre auch Ausbilder geworden bin von einem internationalen Heilungsnetzwerk, da viele Menschen unterrichtet habe, wie sie solche Heilverfahren selber anwenden, wie sie selber in Anführungszeichen Heiler werden, also in großen Anführungszeichen. Und ich versuche, diese Welten zu verbinden, diese energetische Welt, wo wir so eine energetische Anatomie haben. Also ich zeige das mal kurz hier. Viele werden sowas kennen. Das ist der Anfang der energetischen Anatomie mit den ganzen Meridianen. Das ist wirklich nur der Anfang und das ist schon großartig. Und es geht viel weiter über Energiezentren. Und ich versuche, diese Welten
zu verbinden mit der ganz pragmatischen Physiotherapie der Biokinematik. Das ist wirklich eine physikalische, eine mathematisch fundierte Therapie. Und für mich das Faszinierende, dass wir sowohl da körperlich intervenieren können, wie dieses Energetische nehmen können. Und beides passt tatsächlich zusammen. Das ist für mich ein Phänomen, was mich tatsächlich jeden Tag immer wieder aufs Neue begeistert. Ja, und du kannst aber, also muss ich jetzt nochmal zwischenfragen, also man kann bei dir praktisch eine Ausbildung zum Heiler machen, also mit dem großen H? Nein, kann man nicht. Nur man kann lernen, selbst sich zu heilen. Entschuldigung, ich hatte es gerade, wir hatten uns gerade überschnitten, ich habe es nicht verstanden. Also eine Ausbildung mit dem großen H, also dass ich als Heiler fungiere später, das kann ich bei dir nicht, aber du kannst, ich kriege von dir Werkzeuge in die Hand, um mich selbst zu heilen. Ja, genau. Das mache ich sehr umfangreich. Das mache ich online sehr umfangreich, kann ich nachher ein bisschen zeigen. Das ist im Moment so unser Hauptschwerpunkt, dass wir Menschen online betreuen. Ganz wichtig immer, wir machen keine Behandlung. Ich mache keine Diagnose. Das geht nicht, das darf ich nicht, das will ich gar nicht. Dazu immer, ich sage all meinen Klienten, bitte immer zuerst zum Arzt. Das ist wirklich wichtig. Weil oft übersehen wir Dinge und da sind irgendwelche Tumore drunter oder Entzündungen oder was auch immer. Und lasst einmal eine Ausschlussdiagnostik machen, auch wenn es vielen Leuten nicht gefällt, aber geht dahin. Was wir machen können, ist ganz gezielte Selbstheilungskräfte stimulieren. Das kann man ganz gezielt machen. Und dabei helfe ich Leuten. Das kann ich online sehr, sehr gut machen. Gut, das hört sich jetzt online sehr, sehr gut machen. Kannst du da ein Beispiel vielleicht zeigen? Weil, sag mal, wenn ich jetzt mit dir am Bildschirm sitze und du kannst mich heilen, das übersteigt jetzt gerade, sage ich mal, meinen Horizont. Hast du da das machen wir mal praktisch. Jemand war beim Arzt und hat Schulterschmerzen. Mhm. Hat diese ärztliche Behandlung, was wichtig ist, hat irgendwelche Medikamente, möchte aber Schritte weitergehen, weil er sagt, irgendwas, ich möchte weiterkommen, es hilft mir nicht so in dem Maß, wie ich möchte. Dann kommt er irgendwie auf uns. Und dann hat er zum Beispiel hier einen Schulterschmerz, immer wenn er den Arm so hoch bewegt. Und dann kommen wir jetzt aus dieser sogenannten Biokinematik. Da arbeiten wir mit Muskelketten. Die Muskelketten sind ein zentraler Bereich. Jetzt machen wir es mal nur körperlich, später kommt das Energetische dazu. Jetzt hat der Körper verschiedene Muskelketten, die hier so durchlaufen. Das sind Verbindungen von Muskeln oder hier. Das sind also mechanische Verbindungen, wo der Körper Kräfte überträgt. Wenn du Tennis spielst oder einen Stein wirfst, dann siehst du, dass hier Kräfte durch den Körper durchwirken. Das sind einfach Muskeln, wirkliche Ketten, Faszienketten. Und da gibt es ein ganzes Geflecht dieser Faszienketten. Und die, wenn wir beim Schulterschmerz sind, müssen mitarbeiten. Wenn ich meinen Arm hochbewege, muss diese Kette weit werden hier. Das ist ganz klar, mein Hemd muss nachgeben. Jetzt geht es aber nicht, weil ich hier einen Schmerz habe. Irgendwas stoppt hier. Ich komme nicht höher. Das machen wir, lassen wir uns das zeigen. Ich lasse dann immer, bitte die Menschen, mir genau die Bewegungen rauszusuchen, die schmerzhaft sind. Und jetzt tut das hier weh. Und jetzt ist zum Beispiel hier eine Muskelkette, die läuft hier runter an die andere Hüfte. Und es könnte sein, dass dieser Mensch hier eine Verkrampfung hat. Vielleicht von einem Unfall, vielleicht auch aus psychologischen Ursachen. Und jetzt machen wir es ganz praktisch. Jetzt kommt sozusagen dieses Detektivspiel ins Spiel. Wir gehen bei der Behandlung, bei der Selbstbehandlung an Muskelstellen und drücken da sanft drauf. Dadurch verändern wir Spannung im Körper, dadurch löst sich Spannung im Körper auf. Und jetzt bitte ich den Menschen zum Beispiel, hier an die Hüfte zu gehen und hier mal auf so einen Muskel, wo deine Knochen geht, drauf zu drücken und dann seine Bewegung wieder zu machen. Und dann drückt er hier mal drauf und macht die Bewegung wieder. Und ganz häufig erleben wir dann, dass während der Mensch da drauf drückt, dass ein Schmerz sich verändert. Was vorher weh tat, tut vielleicht ein bisschen weniger weh. Der Schmerz verschiebt sich oder es geht sogar ganz weg. Und so gehen wir relativ schnell mal so einen ganzen Körper durch. Ich bitte die Menschen immer irgendwo drauf zu drücken und die Bewegung wieder zu machen. Und ganz häufig erleben wir dabei so kleine, ja, so Aha-Effekte. Wow, da tut sich was. Wenn wir diese Stellen haben, dann bitte ich die Menschen dort weiter, selbst zu behandeln. Und dann kriegen die noch ganz gezielte Übungen dazu mit. Und so können wir in einem Bereich ganz schnell den Menschen Handwerkszeug geben, also den Zuschauern Handwerkszeug geben. Und dann gibt es natürlich noch so ein ganzes Portfolio an bestimmten Druckpunkten für einzelne Schmerzen. Und auch das zeigen wir ihnen. Mhm. Und,
Ich mache es mal ganz kurz, ich blende mal ganz kurz über. Man sieht dann hier so eine Akademie. Menschen haben dann zum Beispiel Zugriff auf unsere Akademie, wo sie ganz viele Filme und Videos und anderes finden, wo ich sie dann im Rahmen von so einer Akademie auch nochmal betreue. Das sind solche, so kleine Ausschnitt von dem, was wir machen. Einfach so ein kleines Hinschauen mal. Und wenn du jetzt, wenn so Schmerzen jetzt da sind, also ich habe jetzt einen speziellen Fall im Hintergrund, der eine Entzündung im Körper hat, kann man dann auch was so über Bildschirm tun zum Beispiel? Wie gesagt, ich bin kein Arzt. Ich bin und darf keine Diagnosen stellen. Bitte mit solchen. Nee, er hat schon eine Diagnose, ja? Immer sich vom Arzt behandeln lassen. Entzündungen sind nicht mein Schwerpunkt. Ich kümmere mich um Schmerzen, was man bei Schmerzen selber tun kann. Was ich sagen kann, dass bei ganz vielen Diagnosen, die Ärzte stellen, der Schmerz nicht unbedingt sein muss, nicht unbedingt verbunden sein muss. Wie die Arthrose. Arthrose ist so ein Riesenthema, was mit verschiedenen Entzündungen auch diagnostiziert wird. Und in aller Regel sind diese Diagnosen vollkommen richtig. Die zweifle ich überhaupt nicht an. Aber die Verbindung mit dem Schmerz, die häufig automatisch hergestellt wird, die ist falsch. Jemand kann die stärksten Arthrosen haben und kann schmerzfrei werden. Das muss man koppeln. Und das ist eingeschränkte Biokinematik, dass die erkannt hat, dass der Schmerz ein ganz eigenes Phänomen ist. Wir sprechen davon, dass Schmerz wie so eine Veränderung der Bewegung, eine Erkrankung der Bewegung, in großen Anführungszeichen eine Erkrankung der Bewegung ist. Und jeder, der zuschaut, kann Bewegung wieder gesund machen, also wieder in eine Harmonie bringen und einen riesen Beitrag dazu leisten, dass ganz viele Schmerzen verschwinden. Unabhängig von der zugrunde liegenden Diagnose. Und darum immer mit der Diagnose zum Arzt sich darum kümmern, wirklich. Und gleichzeitig noch was anderes tun und beides versuchen zu trennen. Okay, zu trennen, nicht zu verbinden, das ist jetzt, ja. Ja, schon in der Handlung zu verbinden, aber innerlich zu trennen. Die Diagnose, die du hast, die muss dir keinen Schmerz machen. Du kannst trotz dieser Diagnose schmerzfrei werden. Okay. Das ist für mich immer wieder so ein spannendes Phänomen. Ja, das wollte ich gerade sagen. Das klingt so richtig spannend und ja, kann man im Moment nicht verstehen. Man muss es wahrscheinlich erleben. Man, ja, muss es erleben. Ich erlebe das ganz häufig in diesen Livestreams, die ich ja regelmäßig gebe, so Einführungsabende. Da kommen dann auch solche Fragen und wie eben erzählt, mit der Schulter oder mit dem Knie. Und dann bitte ich die Menschen zum Beispiel jetzt beim Knie, wenn die jetzt hier so einen Schmerz haben, bei einer bestimmten Bewegung, dann bitte ich sie während der Bewegung zum Beispiel irgendwo hier drauf zu fassen und diese schmerzhafte Bewegung wieder zu machen. Und auch wenn du das jetzt nicht vorstellen kannst, ganz viele Menschen erleben dann, während des Livestreams, sie drücken da drauf, gehen raus an die Treppe, machen diese schmerzhafte Bewegung und sagen, boah, kommen wieder rein in den Stream, sagen, der Schmerz ist viel besser geworden. Es ist tatsächlich ein Phänomen, was ich seit Jahrzehnten beobachte, erlebe in meiner Physiotherapiepraxis in Zusammenarbeit mit vielen Ärzten und jetzt dann eben auch zunehmend mehr in den letzten 10 Jahren online. Ja gut, der Körper ist ja, hat ja unheimlich viel Stränge, Meridiane und alles Mögliche, was wir in unserer heutigen Medizin, also in Europa, zu wenig beachten, denke ich mal. Also der gerade die chinesische Medizin guckt ja auf so viele Sachen viel anders, auch gerade mit den Druckpunkten und so weiter. Ist das so? Oder also das, diese Punkte, wenn man die kennt oder mehr in Beachtung hat, also es gibt ja diese Akupunktur auch, wo oftmals wirklich Abhilfe geschaffen werden kann für Schmerzen, die jahrelang da waren. Ja? Zum Beispiel, wenn man die Schmerz löst. Das ist ist ein ganz umfassendes körpereigentliches Hilfs- und Heilsystem. Einmal aus dieser Biokinematik, die mechanische Punkte identifiziert hat. Wenn man da drückt oder selber eine Übung macht, dann harmonisiert sich eine Muskulatur, dann wird die weiter. Dann kommen wir wirklich in ein körperliches Gleichgewicht, aber auch immer mehr in ein seelisches. Und dieses körperliche Gleichgewicht, das reduziert 90% aller Schmerzen erheblich. Das können wir über Druckpunkte machen. Dann haben wir, wenn wir das energetische System weitergehen, dann ist eines der nächsten eben dieses System der Meridiane. Manche Menschen nennen das auch, das ist in dem biomagnetischen Feld des Körpers, diese Meridiane. Und verschiedene Heiltraditionen beschreiben dieses Feld so ungefähr 10 cm um uns rumgehend und durchgehend, wo
wo diese Meridiane fließen und dass es die gibt, wissen wir, erkennt sogar die Schulmedizin an. Das ist ja anerkannt in vielen Bereichen, wo es sogar von der Kasse bezahlt wird. Aber nur in einem kleinen Bereich erkennt die Schulmedizin an, dass das funktioniert. Es hat aber noch nicht zur Folge gehabt, dass dieser Bereich weiter reingekommen ist in unsere Gesellschaft. Da krankt es noch sehr. Und neben diesem energetischen Bereich gibt es viele andere. Da kommen andere Traditionen ins Spiel, wo wir von Energiezentren sprechen, von Chakren sprechen. Und das ist genau wie die Meridiane, ist das eine energetische Anatomie, wo wir einen emotionalen Bereich haben. Manche nennen es Ätherbereich, die Worte sind ganz egal, wo wir einen emotionalen Energiebereich haben, wo wir einen mentalen Energiebereich haben und alles durchdringt uns. Und das erlebe ich seit Jahrzehnten, das ist für mich eine Realität, dass unsere Verfassung, unsere emotionale Verfassung, unsere mentale Verfassung und die Interaktion mit unserem Umfeld einen unmittelbaren Einfluss hat auf die Hormondrüsen, auf die Muskelspannung, auf den ganzen Körper. Und dann wird es auch körperlich an diesen Punkten, die wir in der Physik behandeln, in der Biokinematik. Und für mich ist diese Biokinematik, also wo ich es rein praktisch mache, so eine Schnittstelle zwischen körperlicher Arbeit, physikalischer Arbeit und diesem ganzen ganzheitlichen, diesem energetischen Bereich. Das ist das, was ich an dieser Tätigkeit so unglaublich liebe und wo auch kein Ende absehbar ist, dass man da Neues entdeckt, dass man da immer ganz neu helfen kann. Und hilfst du oder lernst du oder lehrst du auch, wie man praktisch sich, also gerade du hast ja gerade die Chakren angesprochen, dass der Körperfluss da ist, dass man die Chakren offen hält. Das fällt ja vielen schwer. Ich sage immer, viele Menschen laufen rum wie so ein verstopftes Waschbecken. Ja, so, das ist für mich immer so ein Bild, weil sie lassen nichts mehr abfließen. Und damit kann sich ja viel mehr am Körper anstauen. Ja, und das manifestiert sich ja dann immer mehr und es kommt in Form einer irgendeiner Krankheit zu Tage sozusagen. Und jetzt ist halt die Frage, lehrst du das auch, dass man von vornherein, also dass es gar nicht erst zu solchen Staus kommt im Körper? Ich habe da für mich noch eine weitere Wahrnehmung dazu als verstopfte oder blockierte Zentren. Wenn ich da so reintauche in diese Versuche wahrzunehmen, was energetisch da passieren mag bei den Menschen, also wenn wir von diesen Energiezentren sprechen, dann kann man wahrnehmen, lernen, was da ist, wie dieser energetische Zustand ist. Es kann jeder Mensch kann lernen, das wahrzunehmen, zu spüren, zu fühlen, zu riechen, zu sehen. Das kann man bei sich wahrnehmen lernen und beim anderen. Es lässt sich bisher nicht belegen, dass das so ist. Wir können uns nur vergleichen, wenn jemand anders mich wahrnimmt und ich mich wahrnehme, können wir uns austauschen, ob wir da die gleiche Sprache haben dazu. Und dann kann es sein, man hat ein Bild, so ein energetisches Bild, wie das sein mag. Aber dieser Zustand der Zentren sagt ganz wenig aus über die Gesundheit des Körpers. Ich habe für mich ein viel weiter gefasstes Bild, das zu dem Ganzen für mich diese innere Instanz gehört und man traut sich kaum zu sagen, die man so Seele nennt oder das Innere oder das Potenzial des Menschen, dass das so der Kern ist von uns, der durch alles leben möchte, der rausgebracht werden möchte in die Handlung, in die Sprache, in die Tätigkeit, in die Beziehung. Man kann das auch so vergleichen mit der Herzenergie, die raus möchte, die gelebt werden möchte oder die vielleicht in manchen aus Gründen, die wir nicht ganz verstehen, mal zurückgehalten wird. Und dann haben wir da eine Dysbalance in unseren Zentren. Aber manchmal ist diese Dysbalance in den Zentren für eine Lernaufgabe gut. Und jetzt geht es in meiner Erfahrung gar nicht darum, Zentren aufzumachen, sondern Menschen zu helfen, ihr Potenzial zu leben, zu entfalten. Und das kann man machen, indem man diese Energiearbeit anwendet und begleitet, eine Entfaltung begleitet. Das kann man körperlich machen, über Berührung, das kann man über Gespräch machen, das kann man über Heilbegleitung machen, über ganz viele Dinge kann man Menschen helfen, dieses Potenzial zu entfalten, diese Herzenergie, diese Heilungsenergie. Und dann passiert ganz häufig, dass sich Energiezentren wieder lösen, wieder öffnen, wieder ausgleichen. Interessant. Habe ich so noch nie wahrgenommen. Also ja, finde ich total interessant und macht Sinn. Ja, dass man, es ist ja für alles irgendwas da, ja, wenn ich mich
mal als Kind richtig verbrenne, dann lange ich nicht mehr auf diese heiße Herdplatte. Also habe ich dieses Lernen. Und solche Lernaufgaben haben wir dann in unserem Körper auch, ja, die gelebt werden dürfen wahrscheinlich. Ja, die einfach Teil von uns sind. Ja. Ich war viele Jahre lang, also viele Jahrzehnte hatte ich mich, war ich intensiv in Kontakt mit Menschen, die heilerisch arbeiten, wirklich weltweit. War Teil eines großen Netzwerkes. Bin da raus, weil es wurde mir selber zu eng. Aber ich hatte diesen Menschen habe unglaublich viel zu verdanken, dass es nicht nur meine Wahrnehmung war von solchen Dingen, sondern habe die mit tausenden Menschen versucht zu teilen, zu besprechen und komme immer wieder zu dem, was ich gerade eben gesagt habe. Und ja. Ja, und wenn ich jetzt zu dir komme, zum Beispiel, ich habe einen Unfall gehabt und nach dem Unfall bin ich halt nicht mehr der Alte, sage ich jetzt mal. Ja. Und hab irgendwo, ich spüre, dass Blockaden da sind, kriege sie aber einfach nicht in den Griff. Wie sieht jetzt die Zusammenarbeit mit dir aus? Also es ist ganz pragmatisch. Ich hab auch eine Physiotherapiepraxis in Süddeutschland. Menschen kommen mit einem Rezept zu mir, ein ganz normales Physiotherapie-Rezept. Und dann behandle ich die hier. Diese ganz normale Physiotherapie, da lasse ich all dieses Wissen einfließen. Dann ist es im Rahmen einer ärztlichen Behandlung. Ganz normal. Einfach mit all dem, mit einer klassischen Physiotherapie und diesem Wissen und im Gespräch. Das andere ist, dass wir eben diese Online-Akademie haben. Ich blende es nochmal ein hier. Diese Samt-Schmerz-Selbsthilfe, wie wir sie nennen, die kann man buchen. Da kann man ganz viele Videos sehen zu diesen Druckpunkten, Behandlungen, Übungen. Und im wöchentlichen Coaching, was ich mehrmals in der Woche mache, bespreche ich solche Dinge mit den Teilnehmern. Da geben wir Anregungen, da geben wir Tipps, da geben wir Hilfe. Oder Menschen kommen zu dem, was wir auch haben, zum Beispiel ein Schmerzlösetag. Also mach es auch nochmal, ich blende es nochmal kurz ein. Wir haben immer so wechselnde Angebote, jetzt wie in Kürze sogenannte Schmerzlösetage, wo wir hier vor Ort, online natürlich, über all diese Dinge sprechen, die ich eben gesagt habe. Das heißt, es ist ein ganzer Tag von morgens um 10 bis abends um 4, wo wir uns um Schmerzbilder kümmern, wo wir Übungen machen, wo wir Gespräche machen, wo wir Meditationen anleiten, all das. Das machen wir hier. Ich zeige es gerade mal. Ihr habt es ja gesehen, das ist einmal in der Form für die Online-Teilnehmer. Dann ist es hier. Wir zeigen irgendwas. Da wird ein Mensch sein, eine Kollegin sein, an der ich solche Selbstheilungsgriffe zeige. Dann haben wir einen anderen Bereich, wo wir Gespräche machen, wo ich wirklich zuhöre. Ja, wo wir dann nach dem Tag einfach so ein bisschen beraten, was machen. Hier können wir vergrößern, hier können wir noch eine Fläche zeigen, wo wir dann turnen, wo wir gemeinsam Übungen machen. Also das ist das, wie ich versuche, meinen Teilnehmern möglichst umfassend online zur Seite zu stehen und zu helfen. Also mit Theorie, mit Praxis und mit Online-Coaching dann, mit Live-Gesprächen. Und das ist praktisch so ein Abo-System, wo ich monatlich dann eine Gebühr bezahle und wo ich aber dann sage, ich kann jederzeit raus oder rein, wie ich das möchte. Es gibt viele Möglichkeiten. Es ist einmal das Abo-System, wo man jederzeit, jede Minute rein oder raus kann. Dann ist dieser ganze Abo-Bereich für einen da, klar. Dann ist es dieser Schmerzlösetag als Beispiel, den man buchen kann, wo ich den ganzen Tag da bin. Dann wird es in ganz kurzer Zeit so einzelne Stunden sein, wo wir sagen, wir haben eine Rückenstunde, wir haben eine Schulterstunde, wir haben eine Kniestunde, wo man dann auch hier ist in diesem ganzen Umgebung und wir kümmern uns nur um ein Thema und das kann man einzeln buchen. Also ich versuche auf möglichst vielen Ebenen da Hilfestellungen zu bieten. Und kann man dies zum Beispiel auch mal, dass man dich erstmal ein bisschen besser kennenlernt, auf YouTube einiges anschauen? Hast du da auch sowas? Ja, da hat man was jetzt noch nicht ganz so viel. Man kann auf YouTube schauen, aber einfach auf unserer Seite schmerzlösung.de, da findet man schon ganz viele Videos und einfach so einen Überblick über das Programm. Oder man kann auch mal 7 Tage kostenfrei in das Programm rein, in diese Akademie. Mhm. Man die 7 Tage, es läuft automatisch aus, dann kriegt man da auch einen ersten Einblick. Oder besucht einen dieser vielen Webinare, die ich immer wieder gebe, wo ich kostenfrei über solche Dinge erzähle. All das erfährt man auch über die Webseite. Okay. Ja, nee, das klingt spannend, weil ich denke, es sind viele Menschen, die sich jetzt angesprochen fühlen, die vielleicht seit Jahren schon mit in Schmerz leben, der vielleicht jetzt schon zum Alltag dazugehört und der gar nicht mehr so als Schmerz wahrgenommen wird, sondern erst, wenn der wirklich mal gelöst wird, dass man merkt, wie sehr das eigentlich belastet hat. Das ist ja oft mal so, dass man mit vielen Sachen lebt, sich arrangiert hat irgendwie und gar nicht merkt, wie das einen im Alltag beeinträchtigt oder
negativ beeinflusst, weil man einfach zu viel Energie in die Sache reingeben muss, um den Tag irgendwie zu überstehen. Ja, aber trotzdem ist es irgendwie zu einer Selbstverständlichkeit geworden, denn es sind viele Menschen, die ja wirklich mit ihren Schmerzen leben und so der Meinung sind, ja, das ist normal und das kommt ja dann im Alter. Und ja, also die finden halt sehr, sehr viele Entschuldigungen dafür. Da war ich im Urlaub für 3 Wochen, war auf einer Insel im Atlantik und hatte dann ein Zahnproblem bekommen, hatte da was verloren am Anfang des Urlaubs. Und auf dieser Insel war aber kein Zahnarzt, da war gar nichts. Dann habe ich da so ein bisschen improvisiert über 3 Wochen, bis ich dann hier nach 4 Wochen einen Termin hatte bei meinem Arzt. Und in den 3 Wochen habe ich erlebt, ich konnte das handeln, aber mein ganzer Körper stand unter einem permanenten Stress. Mhm. Als ich das dann versorgen lassen konnte hier vor Ort, habe ich in dem Moment, wo ich raus bin beim Zahnarzt, gemerkt, von mir ist so eine Zentnerlast abgefallen. Mein ganzer Körper, ich war wieder vollkommen entspannt, nachdem dieser Schmerzherd weg war. Und von dem her, ich weiß, also aus vielen anderen Dingen noch, ich habe viele, auch ganz andere Krankengeschichten durchgemacht, wie Schmerz einen Mensch vollkommen aus der Spur bringen kann. Mhm. Ich versuche ja immer wieder online, wie auch im täglichen Bereich, mit ganz vielen Ärzten zusammenzuarbeiten. Mhm. Es ist mir immer wieder wichtig, dass wir da keine Trennung machen zwischen der herkömmlichen Medizin und sonst was. Und es gibt so großartige Ärzte, wir brauchen die dringend und brauchen da immer mehr an Zusammenarbeit. Ja, naja, sag mal, du hast jetzt von deinem Zahn gerade erzählt, man beeinträchtigt ja in dem Moment nicht gerade nur sich jetzt, dass man unter Strom steht, sondern es wird ja das Umfeld auch getriggert, ja, dass das die Familie, dass man dann in den Urlaub so entspannt genießen kann oder dass vielleicht Worte fallen, die nie gewollt sind, weil man so angespannt ist, um sich. Und das ist ja ein Riesen, ja, was ich da aufballen kann, wie so ein riesen Schneeball, der immer größer wird, wenn ein Schmerz nicht wirklich an der Wurzel gepackt wird. Genau, deswegen finde ich deine Arbeit so wichtig. Können da zugrunde gehen, weil Menschen werden gereizter und sonst was. Und, also ein großes Thema. Ja. Ja, aber da freue ich mich. Jetzt können wir was anbieten zur Schmerzlösung. Also da bin ich dir wirklich total dankbar, dass du dir die Zeit genommen hast für die Community und ja, dass du einfach da sein kannst für den Menschen, der das möchte und dass es auch online möglich ist, weil wir haben Zuschauer aus deutschsprachigen Raum, Österreich, Schweiz, Deutschland und es geht bis nach Thailand hin, wo die Leute sich alle so verteilt haben und da ist natürlich eine Bildschirmarbeit Gold wert. Ja, Klaus, hast du noch abschließend so was zu sagen, wo du sagst, das möchte ich jetzt unbedingt noch jedem mitgeben, das kann er auf jeden Fall ab sofort für sich tun. Eine ganz wichtige Voraussetzung in meinen Augen, wenn Schmerzen auftreten, Arzt, wie schon gesagt, aber ganz wichtig, keine Angst haben. Mhm. Die allermeisten Schmerzen sind nicht lebensbedrohlich. Man kann lernen, diesen Schmerz, da kommt dieser Bereich der Achtsamkeit ins Spiel, einfach mal wahrzunehmen. Er ist da. Und seine Gedanken wahrzunehmen, die mit denen, die man hat, die Gefühle, die man in Verbindung damit hat. Und dann vielleicht zu merken, ich bin mehr als dieser Schmerz. Ich kann mich da so ein bisschen, trennen davon. Dieser Schmerz bin nicht ich. Ich habe den zwar, aber ich bin das nicht. Und durch dieses keine Angst haben, durch dieses Raustreten aus dieser Identifikation entsteht ganz häufig eine unglaubliche Kraft. Da entsteht so ganz viel Selbstheilungskraft. Man kann da wieder anschließen. Also das wäre so mein erster ganz pauschaler Empfehlung. Keine Angst haben. Und also dann wieder das, was tun. Dass man das eher als Warnsignal sieht, oder? Ja, genau, natürlich. Also wie so eine rote Ampel, wo man erstmal stehen bleibt und sich dessen bewusst wird. Genau, also rote Ampel oder Menschen, die Autofahren kennen, die Ölwarnlampe, die leuchtet rot auf. Wenn das der Schmerz wäre, oh, Schmerz, dann weiß ich, es ist nicht die Lampe, es ist nicht der Schmerz, sondern es ist der Motor vorne. Sagen, der Schmerz selber, der muss keine Angst machen, aber es ist ein deutliches Warnsignal, jetzt aktiv zu werden, um woanders hinzuschauen. Und was ich immer wieder sagen kann, ich kann überhaupt nicht versprechen zu helfen. Geht nicht. Was ich versprechen kann, ich tue mein Bestes, um Menschen zu helfen, sich selber anzuregen, was zu tun. Und ich versuche, möglichst viele Verbindungen herzustellen, Querverweise zu geben zu Ärzten vor Ort und was auch immer. Das verspreche ich da ganz viel einzusetzen, was ich kann. Ja, gut, es ist, ich glaube, auch wichtig und an der Zeit,
dass wir wieder lernen, Eigenverantwortung zu übernehmen und nicht zum Arzt oder Therapeuten zu gehen und sagen, lieber Therapeut, mach mich gesund. Und ich verändere nichts, aber ich erwarte, dass du mich gesund machst. Das, aus dieser Haltung müssen wir einfach rauskommen. Und es sind noch immer mehr Menschen, die da rausgehen. Das heißt nicht, wenn ich zum Arzt gehe, dass ich meine Verantwortung abgeben muss, gar nicht. Sondern wenn ich mein Auto in die Werkstatt gebe, dann heißt das nicht, dass ich Verantwortung abgebe, sondern ich weiß, die können das machen. Mhm. Wenn ich Herzprobleme habe, dann bin ich unglaublich dankbar um die Herzchirurgie, die da helfen können. Das kann ich nicht selber. Dann können die da was wieder in Gang setzen, was mir erstmal unmöglich ist. Und ich kann weiterleben. Das darf man nie vergessen. Bitte keine Trennung zwischen Arzt und Nicht-Arzt, sondern eine, aber nicht die Verantwortung abgeben, sondern immer in der Eigenverantwortung bleiben, natürlich. Okay. Ja, vielen lieben Dank, Klaus, für das Gespräch. Ich verlinke einfach unterhalb deine Seite. Ja, sehr gerne. Die Menschen, die sich jetzt angesprochen fühlen, zu dir finden. Und auch ihre Schmerzen lindern können, egal auf welcher Ebene sie jetzt gerade stattfinden. Ja. Danke dir sehr für das Gespräch. Und vielleicht treffen wir uns in irgendeinem dieser Formate. Und auch allen, die zuschauen, alles Gute für die eigenen Schmerzen. Und wenn es irgendwie eine Resonanz gibt, freue ich mich auf Kontakt und dann sehen wir uns in einem dieser Online-Formate. Danke dir und danke allen anderen. Danke. Liebe Aufwach-Community, ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Beitrag auch zeigen, dass man das Leben wieder lebenswerter machen kann, indem man vielleicht Sachen löst, mit denen man sich eventuell schon abgefunden hat und die aber doch nicht sein müssen und nicht dazugehören. Also ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Interview wieder einschaltet. Alles Liebe bis dahin. Tschüss, Klaus. Tschüss. Tschüss.